Und heute werdet ihr Informationen zu meinem Merchandise bekommen, den ich bald rausbringen werde. Der Shop wird online gehen, genau dann. Ich weiß, du willst mir in die Fresse hauen. Aber du kannst nicht. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute werdet ihr Informationen zu meinem Merchandise bekommen, den ich bald rausbringen werde. Auf tausenden Anfragen von euch, nein tausende waren es nicht, aber es waren ziemlich viele Anfragen von euch, machst du sowas mal? Und es war halt so, ich hab mir echt gedacht, okay, das macht doch keinen Spaß, sowas zu machen und dann wird es doch eh wieder so sein, dass es übel schwer ist, dann so einen Shop einzurichten. Aber ich habe angefangen, das zu machen, habe übel Bock dazu bekommen und habe es jetzt auch zu Ende gebracht. Also der Shop ist eigentlich schon fertig. Ich bestelle mir natürlich jetzt erstmal, so zur Probe, mir erstmal eine der T-Shirts, die ich da designt habe, um das auch mal so in Real Life anzuhaben, um zu gucken, passt die Qualität und sowas halt. Zuallererst ist es ein Shop, es ist ein Spreadshirt-Shop und ich weiß, es gab ganz, ganz früher mal, gab es, apropos, wir spielen eine Crate of Timolia, alles klar. Okay. Es ist halt, ich bin gerade noch in der Warteschlange und es ist halt so, es gab ganz, ganz früher mal Leute, die meinten, es war schlechte Qualität und ich kann auch wirklich bestätigen, dass es früher nicht die beste Qualität war. Ich habe selber mir mal früher so ein Shirt gemacht zu meinem Geburtstag, glaube ich, und es war eine mittelmäßige Qualität, aber es hat sich ziemlich viel geändert bei Spreadshirt und zwar kann man jetzt den Hersteller angeben, man kann Sachen angeben, man kann Bio-T-Shirts oder Hoodies oder sowas bestellen, also da gibt es jetzt jeden Scheißdreck, würde ich schon fast sagen, und deswegen habe ich mich halt jetzt für Spreadshirt entschieden. Gibt zwar auch ein paar Nachteile an Spreadshirt, aber die werdet ihr nachher auch gesehen. Es gibt eine Mütze, es gibt Hoodies in verschiedenen Farben. Das Problem ist halt, es gab nur einen oder zwei Hoodies, die recht günstig waren und eine Größe haben, die ihr auch alle tragen, weil ich glaube mal, also es muss auf jeden Fall S auf jeden Fall drin sein. XS habe ich nur eine Sache, weil Spreadshirt einfach wirklich es nicht geschafft hat, Hoodies mit XS zu bringen. Aber ich denke mal S, also Leute, S ist ja schon richtig klein, also ihr müsst mal gucken. Und es ist halt so, ihr könnt es halt auch zurückschicken, ihr habt 30 Tage Anprobezeit sozusagen dann. Und wenn ihr es dann nicht mögt, dann könnt ihr es dann immer noch zurückschicken. Und Cube Builders, was zur Hölle steht da? Achso, okay, das ist cool, das Spiel. I like it. Okay, wir müssen jetzt einen Cube sozusagen bauen und ich habe eine Idee. Zwar werde ich einfach nur nach oben bauen. Kann ich das? Nein, kann ich nicht. Okay, also ich muss... Okay, komm, dann gebe ich jetzt richtig Gummi. Obwohl, ich habe eine Idee. Ich habe so eine Art kleine Mini-Idee. Weil der muss auch von innen ausgefüllt sein. Deswegen könnte das vielleicht ein wenig härter werden. Wir gucken mal. So, und so. Warum ist das hier? Hat sich das hier erweitert? Freut mich jetzt dran? Warum auch immer das jetzt so ist, weiß ich nicht. Gott, ich bin nicht ganz verwirrt. Ich spiele wieder die erste Runde. Ich mache es ja eigentlich immer so. Ich nehme meine Videos immer so dann auf, wenn ich Bock habe. Weil das macht ja auch keinen Spaß. Und es ist halt so, der Merch wird rauskommen. Ihr könnt es halt dann bestellen. Einmal mit PayPal, mit Amazon, wenn ihr ein Amazon-Konto habt. Und keine Ahnung, Taschengeldkonto haben wahrscheinlich ziemlich viele von euch. Könnt ihr nämlich auch mit Amazon verbinden. Das wissen wahrscheinlich die meisten gar nicht. Kann man machen. Also ihr könnt euch halt auch mit Amazon dort ein T-Shirt bestellen. Ich glaube mit PayPal, Gott, mit Mastercard, Visa, was weiß ich alles noch. Das funktioniert alles, also daran wird es hoffentlich nicht scheitern. Und ja, ich gucke aber erst halt, passt die Qualität. 26 Sekunden, das schaffe ich niemals. Deswegen muss ich gleich ein wenig was abreißen. Oh mein Gott, warum? Nein! Egal, ich bin öfter geworden, hab 3 Punkte bekommen. Egal. Auf jeden Fall ist es halt so, der Merch wird rauskommen. Ich werde euch noch keine Previews davon geben, weil sich noch viel ändern wird. Es wird aber recht modern gehalten sein. Also es wird jetzt nicht irgendwie sowas, wo, keine Ahnung, irgendwelche Motive sind oder so. Recht modern, also ja. Was ist das? Ach du Scheiße, was ist das denn? Hä? Ach so, man muss ins Wasser fallen. Ah, okay. Okay, Leute, ich hab's kapiert. Alles klar, Digga. Okay, gut, ich hab's kapiert. Kann's aber trotzdem nicht. Dann hier nochmal.
einen Punkt gegrabt. So, da komme ich doch auch locker rein. Zack. Ich komme gleich! Ich habe außerdem im Stream halt schon so eine grob gefragt, wie viel Geld würdet ihr dafür ausgeben, wenn ihr euch sowas holen würdet? Und ich habe mich fast schon zu stark danach gerichtet. Ich verdiene teilweise nur ein paar Cent mit so einem Pullover, aber ich möchte damit auch nicht das größte Geld mitverdienen. Ich bin gezwungen worden, teilweise Kästen, die ich zum Beispiel bei der Mütze genommen habe, die Mütze verstehe ich überhaupt nicht, warum das auf einmal so teuer wurde, habe ich so nachgeguckt. Und auf einmal war es halt so, der Designer von diesem Kasten, ich habe da einen Kasten, ein Viereck, den jedes Kleinkind im Kindergarten malen kann, warum verschwende ich gerade so meine Punkte, musste ich 5 Euro für ausgeben. Also 5 Euro Provision nimmt dieser Designer für einen Kasten, Leute, was ist das? Und dann natürlich noch Materialkosten. Und dann ist da keine Provision mehr drin. Also das konnte ich nichts mehr irgendwie rausholen. Okay, ich bin Achter geworden, alles klar. Es war einfach so, dass es dann echt so, also ich hab's so günstig gemacht, wie ich's machen konnte und wollte ich natürlich auch selber noch ein bisschen damit was rausholen. Aber es ist so wenig, dass man da eigentlich schon fast gar nicht mehr von sprechen kann, aber ja. Ich mache halt nicht nur, weil ich ich kann nicht reden. Ich habe es hauptsächlich deswegen angefangen, weil ich einfach gerade irgendwie auch Lust hatte. Also ich habe übertrieben einfach Bock drauf, irgendwie, wenn sich jemand das kaufen sollte, man weiß es ja immer noch nicht, wenn ihr es feiert, stellt euch vor, ich würde einfach auf der freaking Gamescom ich kann diesen Spielmodus nicht, ich kann ihn wirklich einfach nicht, ich verstehe nicht warum, aber ich und dieser Spielmodus sind keine Freunde. Auf jeden Fall, es ist so guck mal, jetzt bin ich auf einem anderen Block, jetzt bin ich wieder auf dem, ich glaube, da buggt auch noch irgendwas. Ich bin mir echt nicht sicher, aber irgendwas mache ich falsch, aber ich verstehe den Spielmodus sowieso überhaupt nicht. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen mit euch talken. Und zwar wird es nach dem Spielmodus auch die kleine Aufnahme vorbei sein. Ich will eben nur ein bisschen über die Shirts talken und so weiter. Es gibt halt zwei Hoodies in 2 verschiedenen Farben. In 8 verschiedenen Farben, was laber ich? Oder ich glaube sogar 16, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr viele. Und es ist halt so, ihr könnt das halt alles individuell halt mal anpassen. Und der Shop wird online gehen, genau dann, wenn ich die 1000 Subs habe, werde ich den Link halt rausgeben. So als Special. Es wird aber auch noch ein anderes Special kommen, also wundert euch nicht. Das ist es halt. Und ja, ich springe jetzt hier dumm rum. Ihr könnt es halt feiern, wenn ihr wollt, halt der Maul. Ich rede wieder viel zu viel um den heißen Brei. Ich verstehe diesen Kacke nicht, ey. Es ist so kacke einfach. Tut mir leid, dass ich mir gerade so anstelle, aber ich spiele den Spielmodus, toll. Ja, ist halt einfach so, wer es feiert, der feiert's. Und das Motiv wird ein M sein und ein MRTZ. Also MRTZ für Moritz, also Hashtag MRTZ kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Und ein M einfach, das ist ja so mein Logo dann sozusagen. Und damit jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, fragen, ach so, oh mein Gott, jetzt check ich das alles erst. Ich bin so blöd. In der Tat. Man muss auf den Boden gucken. Und jetzt seht ihr, diesen Block da oben. Auf jeden Fall, wenn euch dieses kleine Infovideo, es wird noch ein anderes Infovideo darüber kommen, wo das ein bisschen besser zusammengefasst ist und so weiter. Tut mir leid, dass ich diesen letzten Spielmodus voll gut gemeistert habe. Wenn euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch auf die Designs freut. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und haut rein und ciao.